So, geht auch gleich weiter. Yeah. Ups. Revelio. Da oben dieser kleine Wichser. Oh, komm schon. Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht runter und kämpfst? Da oben geht mir auf den Sack. Ich bin an den Rechten. Wie gibt es denn hier noch? Genug. Das waren sicher die letzten Armeen. Meine Fresse. Warte mal. Ja, alles gut. Ich muss erstmal einen Ofen aktivieren, habe ich das Gefühl. Aber erstmal das Schlachtfeld hier räumen. Das ist ja schlimm. Ja, Ausrüstungsgegenstände voll. Das Problem ist, ich kann es halt auch nicht zerstören oder so, wenn halt irgendwie Müll drin ist. Doch, kann ich. 60, 90, ja. Defensive plus 4 Verteidigung. Ach, L3. Hallo, ich würde... Wollte schon sagen. Es gibt mir halt alles zu viel. Alle Kohle. Ich würde gerne mal wissen, wie man das mal erweitern kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit so wenig Scheiß hier rumlaufen soll.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es hat keine Verbesserung. Okay. So, dann haben wir das auch mal gemacht. Ist alles soweit durch. Ja. Ja. Das nehmen wir noch mit. Keine Ahnung, was das war. Hier geht's weiter, okay. Ist auch wieder lila. Ja, ich weiß nicht. Unglaublich. Ja, keine Ahnung. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Lass mich mich gucken. Kann ich auch diesen Dingsbums hier wieder pullen. Und dann geht's hier irgendwo weiter. Okay, da kommt der Aufzug. Wo bringt der mich hin? Zum Mitnehmen. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Nordgok Bericht. Das gefällt mir gar nicht. Den haben wir jetzt hier gelassen. Oh, schade. Ich muss erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Ach, Amit. Dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Rivelio. Ach, verdammt. Schlösser knacken ist... Weiß ich, ein bisschen zu krass, um das zu leveln. Vor allem, weil man halt nicht weiß, wo die Dinger gefarmt werden müssen, wenn man die halt wirklich explizit sucht. Und ich will eigentlich selten Google oder so benutzen, weil das eigentlich... Kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne der Erfinder ist. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Revelio. Warum ist er eigentlich nicht mit reingekommen? Können wir darüber reden, was gerade... Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Ich glaube, der hat die Schnauze voll. Aber warum? Ich meine, komm schon. Wir haben ein paar Lunken platt gemacht, fertig, ja, alles gut. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte.
Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Okay. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist doch schön. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Oh. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Okay. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Bradbaughs Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bradbaugh irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Das ist wirklich beunruhigend. Alles nur Koboldogack. Damit haben wir das abgeschlossen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Naja, mache ich aber nicht. Rivelio. Es fühlt sich einfach so an, als wenn es sinnlos wäre. Ich hoffe, Professor Fitzgerald weiß jetzt Bescheid. Ich muss die nächste Prüfung schnellstmöglich abschließen. Professor Fitzgerald. Das hört sich irgendwie an wie so aus so einem... aus dem alten Western. Fitzgerald. Der hat die Schürfrechte der Goldmine sich unter den Nagel gerissen. Gut, ich hätte auch schnell reisen können tatsächlich. Ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist, was ich mir ansehen sollte. Banditenschloss. Ein Schloss, das von einer... Da kannst du aber sicher sein. Rivelio. Da ist irgendwas aufgetaucht. Mach's gut, Hundi. Naja, wenn
Wenn ich schon mal hier in der Natur bin, dann kann ich auch den ganzen Kram mitnehmen. Banditen! Da oben. Die Frage ist, wie komme ich da offiziell hin? Okay, hier lang. Ich will gerne den offiziellen Weg. Ich habe so die Befürchtung, dass ich da irgendwas verpasse. Mit dem Besen kann man sich einen ganz guten Überblick verschaffen. Hallo Banditen, euch mache ich platt. Mit meinem Zauberspruch ganz zack. Ach Quatsch. Also, für euch ja, für mich nein. Hallo Homura. Ich weiß, dass ich mir das nicht. Hervorragend. Ich werde erst warm. Lazio, geh hin. Ich auch. Das war ein schwerer Fehler. Confrinto. Okay. Kann ich den eigentlich einfangen? Ich fürchte nicht, ne? Ich kann den nur befreien. Hallo Homura. Das glaubt Professor Howell nie. Niffler? Rebellion. Ah, so easy. Sieht nach Ärger aus. Na, deswegen bin ich auch hier. Du hast keine Chance. Du bist ziemlich leichtfähig. Du bist böse.
Haben wir jetzt alle Schiss gekriegt, weil ich mit Crucio angefangen habe? Also ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn die darauf jetzt reagieren wird, weil Crucio halt, wie gesagt, unverzeihlicher Fluch ist. Aber ich habe keine Ahnung. So, geht's hier hoch? Leitern sind eigentlich so sinnlos. Ich meine, das sind fucking Zauberer. So, dann haben wir das doch auch schon nochmal. Das ist doch ein ganz guter Dieses Schnitt. Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, ist doch sowieso alles. Haben wir doch gerade eben platt gemacht, oder nicht? Diese Neugierde, die junge Menschen pflegen, nimmt nie ein. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig. Vielleicht sollte ich mich mal bei Falkrock umschauen. Aufschließen der Stufe 2. Ja gut, kann ich auch so machen. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Revelio. Ist das Lager fertig? Hat zumindest einen Haken. Okay, super. Dann würde ich sagen, machen wir uns zurück. Weltkarte. Nein, ich wollte doch keinen Wegpunkt platzieren. Ach. Gut, ist aber kein Problem, weil ich würde sagen, machen dann mit dem Part jetzt erstmal Schluss. Muss ja noch ein bisschen nacharbeiten. War cool auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.